Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kickbase Aufstellungsvideo. Das ist meine Aufstellung, Radetzky im Tor. Meine bombenstarke Verteidigung mit Stenzel, Simakan, Grimaldo und dem Elfmeterverschulder. Im Mittelfeld Xaver Schlager, Xhaka, Carazor, Neuhaus und Hofmann und im Sturm Wind. Also eigentlich eine extrem starke Mannschaft. Besonders meine Leverkusener. Ey komm, Fehler vor Gegentor und Elfmeter verschuldet kann man nicht geben. Das ist zu viel. So, auf jeden Fall die anderen Teams. Crewgamer hat sich wenig verändert. Er hat die Aufstellung, glaube ich, ein bisschen umgestellt. Bei Alex hat sich definitiv was verändert. Er hat sich Keitel und Schmied geholt, Musiala verkauft, Sané geholt, Pfeiffer geholt und Neuhaus an mich verkauft und sich Lukeba geholt. Dafür Masovic und Barreiro verkauft, Kovnatski verkauft. So sieht jetzt seine Mannschaft aus. Eigentlich ganz okay, aber es ist nicht balanced genug. So, die Mannschaft von Danilo. Ja, hat nichts dran geändert. Salim. Ja, also das ist seine Mannschaft, hat sich nicht viel geändert. Doch, er hat sich Carstensen geholt. Okay. Dann Guelayel Union. Maximilian Arnold geholt. Und Matthijs de Ligt geholt. Nee, doch nicht. In seinem Team ist jetzt nur Arnold neu, den er statt Czerny hat, weil Czerny scheiße ist bisher. Da hatte ich wirklich eigentlich Hoffnung, dass Czerny zünden könnte. War eigentlich einer der Spieler von ihm, die ich am besten eingeschätzt habe. So, Julius hat sich nichts getan, ist immer noch dieses Team. Ete hat sich Weißhaupt geholt, Engels verkauft, Gummi verkauft, Sies Leben geholt. Dadurch hatte die Mannschaft ein bisschen umfrisiert, okay. Und Till Sebastian verkauft, Ulrich Skarke geholt, Schoko Pudding geholt. Das ist jetzt seine Aufstellung. Ja, er hat halt nicht nur unumstrittene Stammspieler drin, aber Girassi regelt eh die ganze Zeit, also. Ja, Girassi, Kramaric und Wirtz sind so die besten. Echt starkes Team, wenn ich Skarke und Becker halt Schwachpunkte ausmache, weil Becker einfach nicht genügend spielt. So, das waren die Aufstellungen zu diesem Spieltag. Championship-Aufstellungen mache ich diesmal nicht. Ja, und das war's mit meinem Video. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.